Guck dir das mal wieder an. Wieso kriege ich dauernd XP jetzt? Och, ihr verkauft immer noch diese scheiß Lederjacke. Wer will denn die? Oh, ihr knutscht! Na gibt, los! Kommt gibt, raus! Gibt auch irgendeiner Saphire von denen? Saphire ganz bestimmt nicht, hier gibt's nur Smaragd. Smaragd. Smaragd? Mhm. Ja, tolles Deutsch. Der Smaragd! Den könnte ich auch mal einführen, den Smaragd. Ja, ich nenne jetzt die Smaragde um auf Smaragd, genauso wie ich ja den Schinken umbenannt habe auf Stinken. Wer ja auch noch weiß, wie das entstanden ja, ist. Ja, ich sag nur Herr DK. Wer die Folge nicht gesehen hat. Das war letzte Zeit herum Nummer 3? Nein, 4. 4 müsste es gewesen sein. Ja, 4 ist es. Wenn ich das jetzt richtig in. 5 war dann die Folge mit Els Haus. Erstaunlich, wie gut ich das noch weiß. Aber der Zeigerum ist ja noch relativ überschaubar. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht. Okay, ich weiß noch, in welcher Folge Günther der Zombie kam. Das war Folge 19. Also ich wüsste es nicht. Weil ich einfach diesen Folgentitel noch in Erinnerung habe. Die Folge habe ich auch einfach Günther der Zombie genannt. Das kann ich mir irgendwie gut merken. Im Gegensatz zu den Grundfolgen, die ich mittlerweile nicht mehr genau weiß, was wann passiert ist, bei über 700 Folgen. Damals ist es noch so 300, weil da wusste ich das ja noch, aber jetzt ist das einfach zu viel. Ich weiß nur, dass er in 400 irgendwas, da hat er diesen komischen Song dann gesungen, wo er so die Melodensamen gesucht hat und da hat er ja letztendlich auch die Mörderhöhle gefunden und ja, jetzt hat er seine Portale alles kaputt gemacht, einfach nur. Also Gronkh. Man muss schon sagen. Außerdem, Gronkh, ganz ehrlich mal, dieses ein Portal in der Mörderhöhle, was dann ja irgendwie zu deinem Portal da, was auch in die Survival-Dschungel da geführt hat. Das konnte natürlich gar nicht zu dem Portal führen, was du da gebaut hast, weil du das vergessen hast, anzuzünden. Ja. Was ich alles merke, ne? Beste war aber immer noch so, wo Gronkh irgendwie die Mörderhöhle finden wollte, so ganz normal. Und dann hat er schon nicht mehr dran geglaubt, dass er die findet und hat gesagt, ja, wenn wir sie jetzt noch finden, dann mache ich ein Fass auf. Und genau dann hat er sie gefunden. Aber seltsamerweise habe ich nichts davon mitbekommen, dass er das Fass aufgemacht hat. Also Gronkh, das geht so gar nicht. Warum gehe ich jetzt hier hoch? Kann mir doch mal einer verraten? Ich weiß, es ist auch sehr nett, den Dorfbewohnern ihr Essen zu klauen. Aber so geht das ja nun mal hier. Das sind die Steuern. Und wenn die das nicht an die Versicherungsvertreter verkaufen wollen, dann müssen es eben an uns. Ich habe einen Zungen gehört. Oder war es bei dir? Das kann ja wie bei mir. Ich glaube, ich bin gerade schon verrottet. Ah. Ja. Irgendein Fehler kam da gerade her, die K ist nicht mehr im Spiel. Seltsamerweise wird er bei mir immer noch angezeigt, aber ist ja auch normal, einfach nur Drachenkrebs left the game. Ach. Ich geh doch nicht in Error. Probier dich nochmal einzuladen. So, du und du. Du und du. Und Hühner haben wir anscheinend nur eins. Ja. Voll logisch einfach. Ich kann mich gerade nicht verwenden. Hühner fressen immer noch Weizen, nehme ich an, weil die sollen im nächsten Update dann ja Körner wollen statt Weizen. Oder? Fressen die noch Weizen? Wenn M jetzt. Aber das verfolgt uns noch, ich denke mal, das frisst noch Weizen. Wenn M jetzt gerade bei mir auch noch zeigt, dann seht ihr gerade, was ich hier mache. Ja. Das werde ich, denke ich, mal tun. Oder ich bin fies und mache es nicht. Aber oder das wäre ich ja. Ich weiß, was ich jetzt. Ich weiß, was ich denen jetzt zeige. Ich zeige denen jetzt einfach mal die Einrichtung von diesen Häusern, die ich gerade baue.
Ja, das ist im Zweifel ist dann sogar spannender als Meister. Werde ich vielleicht jetzt mal Herr die Chaos-Kamera in den Vordergrund stellen oder so. Ja, erstmal den scheiß vollen Raum. Ja, und sieht's. Dann hier. Da die karge Einrichtung. Ja, ich hoffe mal, dass mit der HDK-Kamera funktioniert. Überhaupt nicht, dass wir dann die ganze Zeit davon reden und in echt klappt sie dann nicht. Oh, das wäre total blöd. Ja. Wo gehe ich denn als und jetzt zeige ich euch mal auch schon mal schnell die Flagge von dieser Welt. Die werde ich vielleicht noch jetzt verändern. So, yo, HDK! Was machen wir als nächstes? Gehen wir mal zum anderen Dorf? Ja, ich denke mal, das werde ich machen. Also ich guck spontane Entscheidung, ich gehe zum anderen Dorf und guck, ob die bessere Handel haben. Ich hoffe, oh, die, ich jetzt, dass wir dann. Ich glaube, habe ich überhaupt noch Verbindung? Nein. Das steht aber verbunden gerade. Aber es ist gibt jetzt nicht mehr. Ja. Der verarscht dich hier. Verbinden. Abbrechen. Erstmal ein Brötchen reinhauen und wir werden wahrscheinlich die Nacht dort verbringen. Ist irgendwas jetzt komisch? Ey. Ah! Lornwelt ist wieder zu sehen. Soll ich dich dann teleportieren? Nein. Schade. Ich möchte jetzt hier noch was. Nochmal in die Sandsteinmine, da ein paar Sachen machen. Und dann. Mach ich was. Vier. Ist es ja. Das andere Dorf. Naja, Dorf kann man das nicht nennen. Das sind ein paar. Das sind drei Häuser. Und ein Brunnen. Na gut, in Welt 1 habe ich jetzt auch sowas ähnlich Gutes gebaut. Da habe ich ein Dorf mit. Triffa, die Drops sind hier immer noch nicht verschwunden. Da habe ich ein Dorf und einen Bahnhof. Er will 7 Äpfel für so einen Smaragd nur haben. Herr Doktor? Nee. Ich bin gerade out of Smaragde. Nee, ich habe Brot. Nee, kann es sein, dass kein einziger Dorfbewohner mir Smaragde verkaufen möchte? Was ist denn das für ein Scheiß? Dafür würde ich sie am liebsten töten, wenn ich dürfte, aber nein. Wenn ich sie verletze, dann mögen sie mich ja nicht mehr und ziehen ihre Handel zurück. Dann sind 17 von diesen Dingern für einen Diamantschwert. Ja, das mit dem Diamantschwert handeln ist ja eigentlich ganz cool, wenn man mal Smaragde hätte. Da müsste man nämlich keine Diamanten finden. Und könnte man so mit unendlich eigentlich Diamantwerkzeuge kriegen. Ohne immer dabei Diamanten zu verbrauchen. Und die Diamanten wären dann eigentlich nur noch notwendig, um eine Jukebox oder. Was war das andere? Da gab es noch irgendwas. An der Block aus Diamant kann man dann noch draus machen. Mehr braucht man davon gar nicht mehr. Was dann irgendwie schon scheiße ist, weil die Diamanten dann überhaupt nicht mehr wert sind eigentlich. Aber nun gut, so funktioniert das hier halt. Hast du was? Nö, ja, das ist der Brotmann. Ach ja, das ist wieder der Brotmann. Du bist der Büchermann. Das ist der Bibliothekar. Wenn das jetzt einer kennt. Was? Wo ist er explodiert? Hier hinter der Hütte. Hinter welcher Hütte? Oh. Ja. Ich sollte merken, dass meine Taktik anscheinend doch nicht mehr so gut für Sweeper ist. Weil anfangs habe ich ja eine Flachwelt machen mit der Taktik jeden Sweeper und Eisengurten hier. Fertig. Schnauze da raufen! Pausieren ist verboten! Oh, ich hab eine Höhle gefunden. Guck mal, da ist eine Höhle. Ah. Ja. Ist
ist die Nacht bald zu Ende oder fängt sie gerade erst an? Die fängt gerade natürlich erst an. Wieso geht's nicht einfach in den Dorf? Mir wird vielleicht nachher noch langweilig. Regt sich gerade tierisch über die Tageszeit auf. Drachenkrieg und The Game. Hör die Zombies gewächst, wer holt's denn da draußen? Ja, töte doch. Ja, der Doktor, der wird sonst noch rausgehen. Ich kann an dem nicht vorbei. Überall will er nur handeln. Ah! Nein, du gehst rein. Ist der eigentlich doof? Schnauze! Das ist ja nicht zum Aufhalten. Hier will jemand schlafen, vielleicht noch. Betten und Tausieren verboten. Ich weiß, das hätte ich vielleicht doch eine Zeile höher machen sollen. Ein Ninja! Ninjago! Ein Wasserbrot, das wird doch bestimmt ganz durchnässt sein. Ich überlege mir gerade, ob ich hier eine Falle bauen sollte. Nee. Gut. Die einfachste Falle. Ein Sand, also ein TNT, darüber ein Sand und darauf eine Druckflasche. Du wirst hier nicht hochgehen! Ich sagte, du wirst hier nicht hochgehen! Ich sagte, du wirst hier nicht hochgehen! Na also, Level 18 immer noch. In Level 3. Vergammeltes Spinnenauge hier. Naja, nicht wirklich vergammelt, aber... Das ist halt ein Spinnenauge und da ist ein ändernder Mann! Und ein Creepy! Und jetzt steht der Creepy da hinten. Und jetzt noch was. Creepy. Level 19. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt kommen die Monster natürlich doppelt so viel, wie ich sie kenne. Oh nein, du wirst hier keinen Clown. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine. Und eine Enderperle. Wer will denn ein Bio-Ei? Ich hab ein Hologramm. Das sollte ich vielleicht auch nochmal die Textur verbessern, weil das sieht einfach scheiße aus, das Hologramm. Out of Fressen natürlich! Aber wir haben ja noch grünes Fleisch. Das ist zwar die scheißeste Mahlzeit der Welt. Alles was grünes schmeckt schon mal von vornherein nicht. Nein! 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 Da geht er, erhöht auf uns. Hallo, jemand zu Hause? Na, was hast du? Ach, du bist der Apfelzoll. Wir wollen hier keinen Obsthändler. Kam gerade mal wieder jemand, so lange hat der Herr die Chaos-Ansicht wieder gesehen, hoffe ich mal, wenn ich dran denke. Ich werde natürlich zu faul sein dafür, wie ich mich kenne. Hey! Ich dachte, Spider-Man wäre gut! Dem muss ich generell mal eine Textur geben, dass es so wie die Spinne bei Spider-Man aussieht, die ihn da gebissen hat. Und übrigens an alle Spider-Man-Fans, der neue Spider-Man-Film ist scheiße. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ist trotzdem scheiße. Und warum läuft hier eigentlich ein Dorfbewohner-Zombie rum? Also ich glaube, das mit den Dorfbewohner-Zombies ist noch ein bisschen fehlerhaft. Ich glaube, die... Die spawnen auch einfach so. Ja, das... also ich glaube, das müssen sie noch verbessern bei Mojang.